Habe ich dich geweckt? Ich habe nicht geschlafen. Gut. Hey, wo ist dein Korkenzieher? Oh, er ist da in der Schublade. Weißt du, ich würde gern heute Nacht hier schlafen. Wenn das okay ist. Ich habe meine Zahnbürste mit. Ist gut. Oder hast du was dagegen? Ganz wie du willst. Wirklich? Denn du siehst nicht begeistert aus. Nein? Nein, nein, gar nicht. Was soll ich denn machen? Ein Luftsprung. Vielleicht nachher. Ach, darauf freue ich mich. Wo sind die Gläser, die Weingläser? Du weißt nicht, wo die Gläser sind? Ich hab's vergessen. Sie sind da oben, gleich hinter dir, dort. Was ist los? Bist du wütend auf mich, weil ich nicht weiß, wo die Weingläser sind? Wie oft warst du schon hier? Ein paar Mal. Oft, oft, sehr oft, aber ich habe nicht immer Wein dabei. Kannst du mal ernst sein? Oh nein, ich fürchte nicht. Nicht in meiner jetzigen Situation. Und wenn ich das jetzt brauche? Dann befürchte ich, dass wir zwei gleich wieder einen Streit bekommen. Ja, mag sein. Judy, ich weiß nicht, was du willst. Du weißt, was ich will. Ich will dich. Du hast mich. Wirklich? Hey, ich brauche Zeit. Und was ist dann? Das kann ich dir im Augenblick nicht sagen. Was soll ich tun? Es einfach aussitzen? Oh, ja, es wäre wirklich gut, wenn du das könntest. Ich würde es versuchen, wenn ich wüsste, dass das was bringt. Natürlich würde das was bringen. Was bringt es mir? Judy, ich... Wirklich, welche Antwort willst du von mir jetzt hören? Sag mir doch einfach, was du mir sagen willst. Judy... ich bin mir relativ sicher, dass ich dich liebe. Aber nicht ganz sicher. Die ganze Situation ist nicht einfach für mich im Moment. Das weißt du und ich hoffe, du verstehst es. Vielleicht hatte ich Unrecht. Ich dachte, ich halte das aus, aber ich kann's nicht. Judy. Die Wahrheit ist, ich brauche mehr als das. Und ich glaube, da war ich nicht ehrlich. Tut mir leid. Und was mache ich jetzt? Was soll ich tun? Ich weiß nicht. Willst du, dass ich gehe? Nein. Und deswegen musst du gehen. Okay. Ist gut, dann... Also gut, dann werde ich gehen. Nein. Was ist das? Macaroni und Käse. Das schmeckt lecker. Gab es einen Anruf? Nein, Schatz. Finger weg! Brauchen wir noch mehr Käse? Ja, ich mach noch ein bisschen. Was ist das? Macaroni und Käse. Okay. Kein Anruf. Sorry. Was? Ich finde, das wird langsam peinlich. Ich weiß.
Hallo? Ja, sie ist da. Einen Moment bitte. Grace, für dich. Hallo? Hi. Oh, okay. Ja. In Ordnung, werde ich. Danke. Bye. Das war Mr. Dimitri. Und? Ich hab sie. Die Rolle der Rosalinde. Oh, Grace, das ist wundervoll. Herzlichen Glückwunsch. Dir soll ich sagen, er hat dich für die Phoebe besetzt. Oh, okay. So wie du wolltest. Ich weiß. Herzlichen Glückwunsch, Jessie. Ach, Mädchen, ich bin so stolz auf euch beide. Grace war wirklich gut. Ich finde, sie hat die Hauptrolle verdient. Ich muss Hausaufgaben machen. Glückwunsch, Schatz. Danke. Das Verhältnis zwischen den beiden Mädchen bleibt gespannt. Graces Eifersucht wird morgen sogar unerträglich, als ihr Schwarm sich auffällig für Jessie interessiert. Nochmal mit Gefühl. Um 10 nach 1 bei Vox.